Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Mount & Blade with Fire & Sword hier bei Terminator Hummel 25. Mount & Blade with Fire & Sword ist der nunmehr dritte Teil eines recht beliebten Mittelalter-Simulationsspiels, bei dem man halt einen Söldner bzw. Freibeuter steuert, der sich in einer mittelalterlichen Fantasy, na, nicht unbedingt Fantasy-Welt, sondern in einer mittelalterlichen Welt zu überleben versucht und sein Brot verdient. In diesem nunmehr dritten Teil, das mehr oder weniger eine professionalisierte Mod zum zweiten Teil Warband darstellt, werden, wie der Name ja schon sagt, Feuerwaffen eingefügt. Neben diesen halt Pistolen, Gewehren und Granaten wird die Kriegsführung allgemein revolutioniert. Wie zum Beispiel, dass fast nur noch Pikiniere eingesetzt werden und außerdem die Musketen viel Andrang finden. Wir starten jetzt hier mal ein neues Spiel. Da ist ja ein Let's Play. Wir spielen auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ja, wir sind mal männlich und wir beenden nie ohne zu speichern. Sonst könnte man ja ein wenig cheaten. Wir werden jetzt unseren Charakter ein wenig auf Intelligenz und Wendigkeit skillen. Denn Wendigkeit bringt uns mit jedem Punkt 0,5% mehr Waffengeschwindigkeit und Intelligenz fügt uns noch einen Fertigkeitspunkt hinzu mit jedem Punkt, den wir da rein investieren. So, dann rüsten wir jetzt erstmal den Handel auf und einmal die Chirurgie. Chirurgie bringt uns, dass jedes Truppenmitglied, das tödlich verwundet ist, eine 4% Chance hat, doch noch zu überleben am Ende der Schlacht. Dazu nehmen wir dann noch die Bogenzugkraft und das Schießen beim Reiten. Sehr nützliche Fähigkeiten, vor allem da ich sehr gerne mit dem Bogen schieße. Der Bogen ist zwar, naja, nicht gerade die beste Waffe im Spiel, aber dafür kann man sehr schnell nachladen und wenn man gut zielen kann, ist es doch gut. So, wir schauen uns mal, wie wir uns nennen. Ich denke mal, ich nenne mich wieder YouTube-Kanal Terminator Hummel 25. So, jetzt können wir uns unseren Charakter erstellen. Man sieht schon hier rechts, das hat endlos viele Möglichkeiten, fast wie bei Skyrim. Auch wenn das Spiel schon recht alt ist, wir können die Wangen einstellen, die Mundbreite, wo sich irgendwie nichts verändert, aber Kieferstellung, die meisten Sachen sieht man eigentlich kaum. Und bei Kieferstellung werden seine Haare länger und kürzer. Okay, schau ich das mal an. Länger, kürzer, länger. Anscheinend noch ein klein wenig verbuggt, hier so mit markantem Unterkinn und ganz kurzer Sache. Jo, Kinngröße, kleines Kinn. Machen wir doch nochmal die Schläfen breiter. Okay, okay, er sieht schrecklich aus. Ich denke mal, wir randomisieren ihn mal ein wenig zufällig. Da kommen meistens sehr seltsame Sachen raus, aber ich denke mal, ihmchen hier nehmen wir. Und ja, wir können ihn noch altern lassen, das... Wir haben Moses gefunden. Ah, nein. Lieber jugendlich in alter Frische. Eure Reisen haben euch in ein kleines Kosakendorf am Rande der Wildnis geführt. Als ihr vorbeizieht, wird die Stille von Pistolenschüssen durchbrochen. Na, dann sehen wir mal nach, welches Ungemach bevorsteht. Das Spiel hat leider mitunter recht lange Ladezeiten, aber das kompensiert sich dadurch, dass das Spiel einfach super ist. Willkommen bei With Fire and Sword. Diese kurze Übung führt euch durch die ersten Spielschritte. Beginnen wir mit den Grundlagen, also wieder die WASD-Steuerung und wie man hier schlagen kann. Kann man alles mit der Maus steuern, von wo man zuschlägt. Kann man auch später sehr lustige Kneipenschlägereien anfangen. So, da haben wir unsere erste Waffe bekommen und prügeln damit jetzt erstmal unkontrolliert hier drauf ein, auf das zerstörbare Ziel. Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass es früher im Mittelalter üblich war, mit einem Schwert auf Zäune einzuhacken, aber das ist ja auch nicht wichtig. So, jetzt kommen wir hier schon unser ersten kleinen Kampf. Mount & Blade basiert vor allem hier auf diesen Schwertkämpfen. Ich kann halt mit der rechten Maustaste und indem ich die Maus in die richtige Richtung bewege, die Schläge abwehren. Wenn er mich jetzt trifft, macht das mir halt Schaden, halt noch sehr wenig, weil es halt noch die Tutorial-Gegner sind. Ich kann auch abwehren und dann zurückschlagen. Und der ist auch schon tot. Normalerweise dauert das länger. Und an der linken Seite seht ihr hier schon immer, mein Schaden wird angezeigt, dann der Tempo-Bonus. Also, das Kampfsystem ist nicht ganz einfach zu verstehen. Oh, diesen Leuten sollten wir helfen.
wobei wir gleich von einer Übermacht an Banditen angegriffen werden, die wir aber sogleich von hinten erledigen, da die KI nicht die schlauste ist. Und wir haben sie besiegt. Hab Dank für eure Hilfe. Eine zusätzliche Waffe ist in Zeiten wie diesen immer willkommen. Ja, das ist unser lieber Jack de Clermont. Er ist ja sowas wie unser Tutorial-Begleiter, der uns auch noch ein wenig durch das Spiel führen wird und den wir auch später immer mal wieder treffen. Es war meine Ehre, euch zu helfen. Ja, wir sind ganz, ganz ehrenvoll in unserem seltsamen, recht schlecht animierten Anzug, in dem wir ein wenig aussehen wie ein überfetteter Bodybuilder, aber was soll man machen? Das sind halt die Russen. Suchen wir uns ein paar Pferde und machen uns auf, ehe noch mehr Schurken erscheinen. Ja, die Schurken. Immer diese Schurkerei. Dann gehen wir mal los. Und es schweben natürlich auch immer diese wunderbar praktischen Pfeile rum und... Was zum Teufel ist das? Überdimensionale Wippe? Die mit einem Brunnen verbunden ist. Wir können uns auch hier schön hinknien. Später nützlich in den Formationen. Okay. Die Entwickler waren einfallsreich. Und ein Schloss, das machen wir doch gleich mal kaputt. Na, geht nicht. Oh, er hat uns jetzt anscheinend eine Pistole gegeben. Leider habe ich den Dialog jetzt weggeklickt. Großartig, nun habt ihr ein neues Spielzeug. Ja, ein Spielzeug. Ich mag Spielzeuge. Und ich treffe auch nicht damit. Dann nehmen wir lieber das Schwert und durchlöchern damit das Schloss. Bester Manier. Und oh, hier stehen selbstverständlich Pferde rum. Wie in einem drittklassigen Actionfilm. Aber drittklassig ist das Spiel auf keinen Fall. Es ist super. Mit unserem tollen Pferd. Dass wir auch mal ein bisschen beschleunigen können. Hüpfen. Laden wir mal hier unsere Waffe nach. Das ist ein wenig, naja, stupide animiert. Aber es erfüllt seinen Zweck sehr gut. Und anscheinend bin ich ein wenig falsch geritten. Aber das funktioniert. Wie oben das Tutorial auch schon erklärt, Reiten ist nicht unbedingt das Einfachste in diesem Spiel, da man Maus- und Tastatursteuerung die ganze Zeit wechselt. Ich hoffe, man hört jetzt nicht zu sehr das Tastaturklicken. Hier, oh, da kommen schon wieder Banditen. Das geht ja gar nicht, die ganze Spielwelt ist ja von denen verseucht. Und ein Headshot. Der erste Headshot im Spiel, gleich von uns verübt. So, dann jagen wir doch mal den Typen hier. Ah, sorry, ich hätte fast den Jack de Clermont geschlagen. Aber den da hinten schnappen wir uns doch. Och, Menno. Ihr klaut mir alle Kills. Oh, da hat einer sein Pferd verloren. Den reiten wir jetzt entgegen. Und haben ihn erledigt. Er ist bewusstlos geschlagen. Ich habe ihn gerade mit einem Schwert zerfetzt. Es geht doch gar nicht. Hab vielen Dank, Fremder. Es sind merkwürdige Zeiten, wie wir beide sehr wohl wissen. Da ist es gut, neue Freunde zu finden. Wäre es euch recht, mit uns zu Abend zu essen? Ja, anscheinend sind wir jetzt schon direkt sein allerbester Freund. Ja, ja. Dann essen wir mal was zu Abend. Ja, das wäre mir sehr recht. Wunderbar. Den Endgegner besiegt habt. Den Endgegner. Ja, waren ein paar Banditen. Mal wieder kleine Übersetzungsschwächen da. Die ziehen sich leider durch das ganze Spiel. Es ist auch manchmal, dass noch englische Begriffe drin hängen oder irgendwelche Sachen vertauscht werden. Aber na, es ist nicht so schlimm. Dann reden wir mal weiter mit ihm. Oh, jetzt hat er seine Uniform anscheinend abgelegt und ist ganz normal. Hier können wir auch schon sehen, wenn wir das Bild anklicken, sehen wir das Verhältnis zu ihm. Wir sind ihm jetzt noch gleichgültig. Puh, geht ja gar nicht, wir haben ihm gerade das Leben gerettet. Naja. Mein Name ist Jack de Clermont. Wie ich sehe, seid ihr ohne Zweifel freundlich gesinnt. Kommt, sattelt euer Ross ab und ruht euch ein wenig am Lagerfeuer aus. Das Essen ist gleich fertig. Okay, er ist mal wieder so einer, der sofort sieht, freundlich oder feindlich, weil bestimmt wieder irgendwelche roten Symbole über den Feinden schweben. Aber das ist im Spiel zum Glück nicht so. Mein Name ist Terminator Hummel 25. Wie hat es euch in diese Gegend verschlagen, Herr? Welches ist euer Ziel? Welches ist euer Ziel? Schon wieder? Na, geht ja gar nicht. Oh Gott. Nee, das lese ich jetzt nicht vor. Ich gebe mal die Kurzfassung ab. Also, er ist Jack de Clermont und er kommt halt aus Frankreich, war halt in der Garde des Kardinals,
hat dann aber, jemand hat ihn da sozusagen angeschwärzt und hat gesagt, er wollte ein Attentat auf die Königin verüben, wodurch er dann fliehen musste. Ja, jetzt ist er gezwungen, durch die Felder Europas zu streifen. Ja, sehr schön. Wir spielen aber nur in Osteuropa, also Deutschland, und bis nach Spanien kommen wir gar nicht erst. Das weiteste, wo wir hinkommen, ist Polen, was aber seltsamerweise ist Polen in diesem Spiel da, wo Russland jetzt ist, und wo Polen war, ist jetzt Schweden. Also, es ist nicht ganz so toll. Wir gehen jetzt gleich und haben gleich eine Quest bekommen. Da sehen wir schon, das hier ist jetzt so die taktische Übersichtskarte. Nicht sehr toll gemacht, aber sie erfüllt ihren Zweck wunderbar. Wir sehen hier schon unzählige Städte, Dörfer. Die einzelnen Farben unterscheiden halt die Reiche. Hier die gelben, das sind die Polen, die haben hier schon ein richtig großes Reich aufgebaut. Grün, das sind die Russen, das moskowische Zarenreich. Blau, die niedlichen Schweden, also einige der Städte könnte man auch wiedererkennen, auch wenn sie heute meistens anders heißen. Rot, das ist das Kosakenhemanat, das sind ja die heutigen Ungarn. Und hier unten das dunkelgrüne, das ist, wie heißen die gleich noch? Schauen wir mal nach. Das Krimkanat ist die heutige Türkei, Kafa. Hieß so nicht irgend so ein indischer Prophet? Egal. Und wir befinden uns hier jetzt in einem, ja, in einer recht großen Leere in der Nähe von Smolensk und der Festung Bryansk. Ich glaube, ich spreche das alles ganz falsch aus. Beim Dörfchen Samoschie. Oder Samoschie. Naja. Reiten wir mal hin. Ja, ein Tagebuch haben wir auch. Es lohnt sich aber nicht. Scheint einigermaßen problemlos. Ja, wir können freiwillig anwerben. Das sind halt so, ja, ein paar Bauern, die mit uns kämpfen wollen. Will aber nur einen Sensenschwinger mitkommen. Die sind noch recht billig am Anfang. Sprechen wir mal mit dem Ältesten. Guten Tag, mein Herr, und willkommen in Zamaschi. Ich bin der Älteste dieses Dorfes. Ja, mögen euch noch viele Tage beschieden sein, Vater, sagt, was geschieht in dieser Gegend? Ach, seid gegrüßt, mein Name ist Mika, wir sind Russin. Russin? Russin? Russin. Ich dachte, das sind Männer. Naja, wahrscheinlich wie so diese transsexuellen Japaner in den Pokémon-Spielen. Was soll man machen? Werden aber vom polnischen Adel beherrscht. Uns kam zu Ohren, der russische Zar wolle unsere Gebiete zurückerobern und sei in den Krieg gegen den polnischen König gezogen. Er führt sein Heer nach Smolensk. Wir vernahmen auch, der Kosakenhauptmann Solotarenko stünde mit einer Streitmacht ganz in der Nähe und rufe alle freien Männer dazu auf, sich dem Saporoger Heer anzuschließen und unter seinen Fahnen zu kämpfen. Naja. Und ihr habt Arbeit für mich, vielleicht etwas, das mir Gelegenheit bringt, den Säbel zu schwingen, mir Ruhm bringt und meine Börse füllt. Im Augenblick ist sie gar zu leicht. Wir sehen schon, wir sind hier mal wieder voll der Macker. Alles nur hier Säbel schwingen und Leuten die Köpfe spalten und alles nur für Geld hier. Na klar, lass mal hier Money, 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 ne? Sicher, es gibt immer Arbeit für einen Draufgänger wie euch. Ihr werdet es kaum glauben, aber die Adelshauptmänner hocken einfach in den Städten herum, trauen sich nicht, die Nase vor Stadttor zu strecken und warten einfach auf die Moskowiter. Unterdessen machen sich Banditen auf den Straßen breit und setzen Reisenden und Händlern zu. Wir können nicht einmal mehr auf den Basar fahren, aus Angst vor Überfällen. Und zu allem Überfluss hat der von malmedeinte Kriegsherr von Smolensk uns so hohe Steuern auferlegt, dass uns nichts mehr übrig bleibt und wir demnächst den Hungertod sterben müssen. Oh, ihr armen Männer, aber trotzdem kannst du dir noch eine Goldmedaille und Adlerfedern leisten. Ihr tut mir ja leid. Gut, wir werden die Banditen finden und machen ihnen den Gar aus. Im naheliegenden Wald haben sich Banditen eingenistet und unternehmen täglich Raubzüge. Ja, ja, wir machen das mal. Banditen, das ist Arbeit nach meinem Geschmack. Sagt mir, wo ich sie finde. Ganz nach perfekter Terminator-Manier laufen wir hier rum, leider ohne Waffen, und fangen hier an, Banditen zu schnetzeln. Naja, aber bevor wir diese Quest erfüllen, da unten sehen wir schon, die Zamoschee-Banditen sind schön grün markiert, sage ich jetzt tschüss und bis zum zweiten Teil vom Let's Play Mount & Blade with Fire & Sword hier bei Terminator Hummel. Tschüss!